Ja, hallo, unser Wadikap. Ja, Angeltour gut überstanden. Richtig im Stress, gerade essen gewesen, wieder im gleichen Restaurant, aber Thai-Food wollte ich euch nicht zeigen, wieder mal das Gleiche. Ist ja dann meist auch meine Nordseemuschel. Ja, wieder Leute getroffen vom YouTube, die ich kenne und von vorher. Ja, und jetzt bin ich hier und war Happy Drink war ich auch schon mal, aber hier sind ein paar andere Leute. Da ist er wieder, der Angelkönig. Hallo. Gibt es hier auch was zu essen, habe ich gehört. Ich dachte, hier gibt es hier was zu trinken. Hier soll es auch Frühstück geben, habe ich gerade gehört. Ne? Ja. Was hast du denn? Currywurst? Currywurst. Und was trinken Sie? Gin Tonic oder was? Aha. Okay. Und du bist der Rainer. Ja, ihr habt euch schon mal gesehen. Ja, haben uns ja gesehen. Mal gucken, ob er. Ach, der fährt da gerade. Der Peter. Ich dachte, der kommt jetzt nochmal zurück. Ja. So, Stefan. Da hat heute jemand gefragt, wie es in Vietnam ist. Ist das schöner wie in Pattaya? Ist das billiger wie in Pattaya? Also, ich war auf der Insel Phu Quoc. Das ist ungefähr südöstlich von Sihanoukville, also unterhalb von Kambodscha. War top, muss ich sagen. Also, die Leute dort total freundlich, sprechen gut Englisch. War preislich etwas günstiger. Ansonsten, also die Insel, das war jetzt das Einzige, was ich von Vietnam kenne, war, kann ich nur weiterempfehlen. Toll. Tolles Wasser, also war wirklich alles toll. Die Hotels waren gut, Frühstück war klasse. Rainer war es auch da, ne? Ja, so sieht es aus. Einwandfrei alles. Das Einzige, was uns nicht so gefallen hat, das Essen. Wenn man Thai verwöhnt ist mit dem Essen, dann sollte man sich, wenn man da hingeht, ein kleines Fläschchen Nampla und eine Tüte Trockenchili mitnehmen. Da kann man das Essen sich dort schmackhaft machen. Wenn jemand Thai verwöhnt ist. Ja, ich hatte gerade jemanden getroffen im anderen Restaurant, der hat mich angesprochen. Den kenne ich auch schon länger. Und der ist auch öfter da. Den gefällt es auch sehr gut. Ja, und ich werde auch Anfang des Jahres hinfahren. Hoffentlich gehört der Thomas das Video. Sieht er da nicht? Kleine Überraschung. Ja, ich werde auch Anfang des Jahres für ein paar Tage dahin fahren und für euch da ein paar Videos aufnehmen. Ja, Stefan. Und dann, was hast du mir gerade erzählt? Was noch schön war, am Flughafen kam dann die Überraschung beim Geldwechseln. Ich war für ein paar Tage direkt Millionär. Millionär. Für 100 Euro habe ich 2,5 Millionen vietnamesische Dong gekriegt. Geil. Ja, das ist ja auch schon mal Millionär zu sein. Ja, aber so wie es reinging, ging es auch weg. Ja. Aber es war okay. War gut. Ja, hier ist auch gut besucht. Und Taxi fahren dort mit Grab oder Bolt. Nee, Bolt gar nicht. Die haben nur Grab. Absolut günstig. Es gibt sogar ein Bus, der fährt von komplett die ganze Insel durch. Der ist gratis. Der fährt alle 15 Minuten. Und was haben Sie da? Nee, nicht eine Achterbahn, eine Seilbahn. Seilbahn, die längste Seilbahn der Welt war das mal gewesen. Wenn man so eine Schiffstour macht, kann man die praktisch mitbuchen. Die geht über mehrere Inseln. Die ist insgesamt 8 Kilometer lang. Fährt ungefähr 30 Minuten. Auch geil. Also war auch ein Erlebnis. Naja. Da wollen wir schauen, was der Abend heute noch gibt. Wir waren ja noch auf Leute. Auf Jörg und Bibi. Und mal gucken. Ja, das wusste ich ja auch nicht, dass hier in einem Happy Drink Essen gibt. Ja, Currywurst, Pommes 140 Watt, Bratwurst, Pommes 130 Watt, Jägerschnitzel 170 Watt. Frühstück haben sie auch. Was kostet das Frühstück? Moment. Also, es geht los mit amerikanischem Frühstück 120 Baht, Bauernfrühstück auch 120, deutsches Frühstück mit Ei, Schinken, Salami, Käse, Sandwich und so weiter. 140 Baht ist eigentlich auch okay. Ich sag mal, ist okay, kann man eigentlich.
Hast du die Karte von dem Ding, wo wir heute waren? Bauern, Frühstück, deutsches, weich gekochtes Eintrick, Salami, Käse. Wir waren heute in einem Restaurant mit dem Mittagessen. Und dann drüben noch verloren oder was? 40 Grad. Nee, kannst du auch nicht zahlen. Ja. Hart hast du eben. Käse. Extra mitgenommen. 120 Grad. Ja. Für mich zu wenig. Nee, da zahle ich lieber mehr. Warum ist das? Und ich mag kein Brot zum Frühstück, wenn ich deutsches. Bist du sicher? Nee. Aber. Halt. Dinger. Okay. Ja, du hast es doch. Gib mal her das Ding. Schick mir das mal. So, das und was isst du hier immer? Thai oder deutsches Essen? Thai. Nicht genug Thai in Deutschland. Ja. Da isst du schon genug. Und der Stefan, der braucht immer deutsches Essen und Thai Essen. Ja. Das schöne Mischung. Wie heißt das? So, warte mal. Ich schreibe mir das in Deutsch. Der Jörg, der wollte ja kommen. So. Babun, ne? Babun. Malapa. Der Stefan, der hat richtig Hunger. Vorhin eine Currywurst. Und was hat er jetzt? Ein Tuna-Sandwich. Gut. Kann ich weiterempfehlen. Schmeckt das gut. Now leer, hä? Now leer, hä? Schwer now. Ja, der Stefan hat richtig Hunger. Das war die Seeluft von gestern. Da musst du mal im Begegnungszentrum gehen. Die haben schön Apfelstrudel da. Kenn ich, weiß schon mal. Letztes Jahr schon mal. Ist nicht schlecht. Aber Stefan kann nicht nur gut essen, der kann auch gut trinken. Aber um 7 Uhr morgens hast du früher auch noch nicht angefangen, oder? Nee. Beim Bootfahren. Das war gestern eine Ausnahme. Du hast ja gleich, Rainer, du hast ja gleich jetzt den Wind? Jawohl, sehr gut. Der ist auch ein Tuna, oder? Wirklich gut, ja. Ja, immer neue Sachen, nicht immer so. Wusste ich vorher auch nicht, dass das hier gibt. Ja, oben mein Kopf richtig, da die Glatze eingehauen am Boot dreimal. Immer vor die gleiche Stelle am Deck vorgegangen, auf die Rübe gehauen, trotz Mütze auf, richtige Macke. Ja, beim Stefan, der hat auch welche, aber der hat nur Haare. Wie oft bist du vorgeknallt? Auch dreimal. Ja, aber da sieht man natürlich, er hat noch Haare, ne? Aber er tut trotzdem weh. Matthias! Angelkönig! Der Angelkönig! Hallo! Hi, servus! Grüß dich! Servus, Herr Giebel! Ist er hier noch frei? Ja! Ja, klar! Der Jörg, der. Oder wollte er schon hier sein? Einer der Angelpartner. Ich runter, guck's mal! Ja! Hast du auch so Muskel gerade vom Schiff? Nein! Also, ich hab direkt in Hüften und in Beinen Muskel gerade bestimmt. Keine Ahnung, verkrampft. Aber so ruhig der Wellengang. Also. Du bist morgen auf der Titelseite. Nee. Mit deinen drei Fische. Aber die kleinen. Die drei kleinen. Na gut, waren über 10, glaube ich. Ist egal, wir haben den Großen zusammengeholt. Das war Zusammenarbeit. Genau. Der Spaß stand im Vordergrund und das war top. Ja, gucken. Wahrscheinlich Sonntag. Ja. 17 Uhr, 17, 18 so, Uhr. Ich sag dir also Samstag Bescheid. Weil ich habe die Torte gesprochen, sagte, wenn der Laden voll ist, geht ja, nicht. Wenn dann vorher. Und ich habe einen eingefroren heute und. Ich bin satt. Ja, aber da habe ich gerade noch den Film schnell fertig gemacht. Und du mit deinen drei Fischen dran auf der Titelseite. Ja, stimmt das mal, ja. Dein Wasser geht wieder. Halb zehn. Ja. Und? Warst fertig. Aber trotzdem schön. Ja, das war was anderes. Aber der kleine Hai, da hätte ich auch nicht gedacht, dass der so hochgeschossen kommt. Deswegen habe ich ja vorher gesagt, wir sollten das zwischendurch schon mal filetieren, reinspeisen. Ja. Sowas für nächste, mal gesehen, für nächste Mal werden wir dann also, was wir besprochen haben. Ja.
Ach ja, genau, ja. Aber das gibt es. Nein, da gibt es hier Vegetarier, wenn wir Haie fangen wollen. Und, ja, was ist da drüben los? Da tanzen ein paar Mädels. Totentanz, ja, dann. Was, wo geht's? Nein, da Totentanz, da ist nichts. Ach so. Also, wir wiederholen das im März nochmal. Ja, schönes Ananicha-Bar, finde ich. Da machen sie schöne hier Musik hier. Ja, wir wollten uns ja hier ein bisschen unterhalten. Ja, deswegen haben wir das hier ausgewählt. Weil hier ist ruhig, hier kann man gemütlich. Oh, die hat eine gute Oberweite, die Linke hier. Aber echt, da sitzt kein Mensch. Ja, aber ein guter Rand. Keine in der Bar. Komisch, ja, auch ja, viele Leute hier. Ja. Ja, also das machen wir im März, machen wir da nochmal eine Wiederholung. Ich schätze so mit über 20, ja. Schmeckt gut, oder? Ist schön leicht, ist gar nicht so, macht nicht so. Ja, Leute, das war jetzt mal ein kleines Video von Nagler, vom Happy Drink. Kleine Treffen hier mit unseren Angelkönigen. Matthias. Und Stefan auch, der sich an der Angel richtig gut getan hat, ja. Im März gibt es Revanche auf die großen Insel. Ja, und im März gibt es Revanche, aber an einer anderen Insel. Und da haben wir schon Vorbereitungen getroffen, was wir da für Köder haben und. Hühnerherz. Aber es gibt keinen Aufruf zum Mitfahren. Wir sind also eine Gruppe und die Gruppe steht. Da ist also kein Platz an Bord, auch nicht für Zugucker. Ja, und dann sagen wir für heute Abend Tschüss, bis zum nächsten Video. Morgen noch ein paar Vorbereitungen machen und dann geht's weiter mit dem Feuerwerk.